Okay, und damit sehr grüßt mein Team Zwerggnome und Eglodon zu einem neuen Netztest. Nachdem ich jetzt auf meinem Kanal schon Resident Evil 6 vor ein paar Jahren als Netztest gemacht habe, Resident Evil 8 und jetzt neulich auch Resident Evil 4 zum Remake die Demo-Version gespielt habe, dachte ich mir mal, spiele ich mit euch auch mal die Demo-Version zu Resident Evil 2 Remake. Ist kostenlos auf Steam erhältlich, deswegen hau ich es mal raus, dachte ich mir. Ja, Resident Evil 3, die Demo-Version, will ich auch noch spielen. Die wird auch noch mal online kommen. Aber jetzt spielen wir erstmal Resident Evil 2 HD Remake. So, dann starten wir mal Kampagne, die Hauptgeschichte. Die Hauptgeschichte spielen und den Albtraum erleben. Das klingt hier gar nicht spaßig, aber let's go. Das fertige Spiel kann sich von der Demo unterscheiden. Macht Sinn. Auf geht's. Es sollte nur ein kurzer Zwischenstopp für Leon S. Kennedy an einer einsamen Tankstelle am Rand einer Stadt sein, als sich der frisch gebackene Polizist plötzlich in einem Meer von Zombies wiederfindet. Er schafft es, mit einer neuen Bekannten Claire Redfield nach Raccoon City zu fliehen. Allerdings werden die beiden durch einen Unfall voneinander getrennt. Leon schlägt sich durch die gefährlichen Straßen und erreicht schließlich die Polizeistation der Stadt. Aber hat er sich wirklich in Sicherheit gebracht? Wir alle wissen, nein, das hat er nicht. Oh, okay. Und dann starten wir hier in der Polizeistation. Wer ist die? Ja, ich hab schon mal ein Videospiel gespielt. Keep out. Hier mit Shift können wir sprinten. Nicht besonders schnell. Hallo? Ist irgendjemand hier? Schrei doch nicht so. Okay, mit Tab können wir das Inventar öffnen. Hier haben wir eine Schreibmaschine, können wir speichern. Wozu sollen wir das in der Demo können sollen? Aha. Irgendjemand muss doch hier sein. Videos. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Schickverstärkung. Ostkorridor. Ostkorridor. Aha. Sollte den Typ suchen. Alles klar. Die Karte können wir gucken. Die Kartenbildschirme sind nicht nützlich. Ja, ich habe es mal geskippt. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist eine zeitlich begrenzte Demo, soweit ich weiß. Deswegen. Gucken wir uns hier mal um. Ich glaube, richtigen Spiel kommt man hier in diesen Raum erst später. Wir haben kein Messer, mit dem wir das aufschlitzen können. Okay, hier muss man im Spiel dann. Drei Figurinchen. Nee, drei Münzen und wieso irgendwas muss man da reinpacken. So, wir müssen nach Osten. Da würde ich mal Platz da lang gehen. Oder nicht? Ja. Sieht gut aus. Ist verschlossen wie das.
Okay, dann können wir hier wohl nicht lang. Das ist schlecht. Springen können wir natürlich mal nicht. Dann nur Wesi 2 zu leicht. Dass da sich was bewegt. Als ob. Okay, da haben wir ein Blatt. Ich kenne mich halt hier wirklich im Spiel nicht aus, deswegen werde ich hier schon viel zu viel Zeit verschwenden. Dann sehen wir nur einen Bruchteil der Demo. Das hier mit was zu tun. Keine Harfe. Gibt es da irgendwo unten weitere Hinweise? Oh, Schlüssel für. Verdammt. Gehen wir hier durch. Hier kommen wir durch. Ist klar. Das sieht ja widerlich aus. Das Licht können wir nicht anmachen. Wäre auch zu schön. Ach du Scheiße. Du überfällt uns doch gleich was. Jumpscare 3. Warum kann ich ihn nicht mehr untersuchen? Okay, Licht. Hier ist aber auch nichts. Das geht schief. Das ist viel zu ruhig hier. Mit Rand. Kaffeeautomat. Oh Gott. Aufwachen! Schnell! Aufmachen! Mach die verdammte Tür auf! Und dass man kein Fehler ist. Die Tür ist offen. Na toll. Munition verschwindet. Die Tür hier. Ich hol sie raus! Ja, es wird nichts. Hilfe! Bitte! Geben Sie mir Hilfe! Die Hand! Ich hab sie! Jetzt die andere Hand! Ich halte! Er ist halbiert! Du Scheiße! Da kommt was durch die Tür.
Ah, lecker. Eingeweide. Notizbuch eines Polizisten. Statue, dann darunter, dann die Fragezeichen beim Parken geht's raus. Wenn es doch so einfach wäre. Löwe, Krone, Ziegenbock, genau. Der Kopf, die Laute und das und die Taube. Das sind Hinweise. Das ist eigentlich halt so gern. Das mache ich doch nicht gerne. Wenn es irgendwie geht. Ach scheiße. Ja, so nicht. Weiter hier. Weg hier. Scheiße! Die sind überall! Den Kopf ziehen. Oh Kacke. Ich bin so schlecht. Wo geht's denn hier lang? Wie bei der Automat. Wie geht's zu einem Saluder? Ja, das war klar. Pass auf! Verstanden. Lebt noch jemand? Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Ich wollte mich jetzt nicht zu lange mit dem Marvin Brenner Zombies töten aufhalten. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Nur wenn ihr was von der Demo mitkriegen. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Meistens irren. Ja, Sir. Ein Kampfmesser. Das habe ich schon sehr vermisst. Wenn wir noch oft genug Leute messern müssen. So, wir haben hier die Informationen. Laute, Friedenstaube, Kopf. Das können wir doch bestimmt nutzen. Laute. Zweig hier.
Ein Finster war mich hier nicht. Und das hier. Und das mit Löwen. Das mit Löwe stand da auch noch drin. Der Löwe, die Krone und der Ziegenbock. Aha. Löwe mit der Jungen. Können wir doch hier unten einsetzen. Aha. Also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Den werden wir bestimmt jetzt nicht öffnen. Ist noch andere Sachen. Und hier wollen wir nicht lang. Da können wir was machen. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Okay, und hier geht's weiter. Immer schussbereit. Der sieht ja lecker aus. Uah. Deswegen ist Resident Evil 18. Was? Ach du Kacke. Nicht, dass du noch aufstehst. Der war sowas von voraussehbar. Ich habe mich trotzdem davor erschreckt. Weil ich nicht wusste. Weapons locker. Aha, Ergebnisbericht. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliche Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. Das will ich jetzt nicht alles voll durchlesen. Falls wir es irgendwann mal spielen. Okay, das kann ich gerade nicht auf. Das freut mich gar nicht. Stirb. Geht's hier weiter? Natürlich nicht. Zum Waffenschrank haben wir einen Schlüssel. Ist das der Waffenschrank? Nein, wir brauchen einen anderen Schlüssel. Oh, das sind Kreuzer. Grüne Kreuzer.
Grünes Kraut. Kann man gebrauchen. Okay. Jetzt hier unten Waffenschrank. Dann würde ich mir gerne noch eine andere Waffe rausholen. Die Türen sind immer noch zu. Wir haben sonst zurückgelaufen. Die Tür wird auch zu sein. Können wir uns eigentlich sparen, die Zeit. Die Schlüssel finden wir später im Spiel. Waffenschrank, den würde ich hier im Hauptbereich aufbewahren, aber gut, dann nicht. Wir müssen irgendwann mal einen Platzschlüssel finden. Dann gehen wir hier wieder zurück. Das ist ein Hydrant. Auch nicht rein. Hier ist doch eine Tür. Da liegt etwas. Ach, das ist nun das Fenster mit den Scherben. Okay. Hab ich hier was übersehen? Ach du Scheiße! Die lebt noch. Heilige Scheiße. Warum steht denn die noch? Was zum? Wie oft muss ich dich erschießen? Mein Messer wieder. Mehr Schuss. Kann ich hier vielleicht die Karte nehmen? Natürlich nicht. Schließfächerraum, Besprechungszimmer, Aktenraum. Kommen wir hier irgendwie weiter? Da dachte ich es mir. Ich bin doch mal umsonst weggelaufen. Immer auf den Kopf ziehen. Bleib liegen. Oh, Kacke. Bleib liegen. Ich sagte, bleib liegen. Gemischte Kräuter. Holzbutter. Das ist ein Safe Room, oder? Heilung von Kräutern. Grüne Kräuter, blaue Kräuter, rote Kräuter, ja, wissen wir. Die könnten wir speichern. Rotes Kraut.
Was machen wir hiermit? Nicht viel. Film- und Preismaterial. Können wir Zeugs abnehmen? Und wir wollen mal weiter. Auf hier. Wo auf der Map sind wir? Keine Ahnung. Munition. Ich laufe mal lieber weg. Oh, ein Schlüssel. Der ist hilfreich. Da kommen wir durch einige Türen durch. Da müssen wir bloß mal wieder hinkommen. Was zum... Ein weiteres Brett. Können wir noch ein Fenster sichern? Schießpulver. Ah, ja, großartig. Inventar ist voll. An alle Überlebenden. Und die Neuwaffe, der hier wird's. Oh Gott, schnell runter hier. Ich glaube, mit dem Schlüssel kommen wir jetzt runter. Ich muss durch einige Türen durch. Keine Ahnung. Und liegen bleiben. Duschraum. Kann man nichts mitmachen. Runter hier und den Weg zurück. Ich würde die Türen öffnen. Hier geht's nicht lang. Wo sind wir denn hergekommen? Sieht nach einer Sackgasse aus. Der hat Schuss mit dabei. Oh je. Ich hab die Orientierung verloren. Hier war der Safe Room. Dann sind wir von hier gekommen. Und hier ist eine Sackgasse. Hier ist die nächste Sackgasse. Wir müssen nur durch die Tür irgendwie durchkommen. Warum ist nicht verschlossen? What the hell? Dunkelkammer. Okay, da gibt's eine Tür links neben uns, durch die wir durch müssen. Geradezu müssen wir wieder rauskommen.
Inventar ist voll. Kiesbürgernutzung. Ist mir vielleicht lieber wohl jetzt egal. Ach du Scheiße. Raus hier. Schlüssel nutzen. Mit den Haupthalle. Hm. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Danke fürs Spielen. Das ist die Demo vorbei. Abschlusszeit 23 Minuten. Okay. Ach, wir haben nicht keine Zeitbegrenzung, sondern wir haben bekommen. Und keinmal gestorben. Wir kommen an den Punkt, wo wir nicht mal weiterspielen dürfen. Okay. Find out more. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Let me go! I'll get you, you fucker! Oh, Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ! Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. I had a pretty damn good idea. Resident Evil 2 Plus. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, Shindo. Ein Polizeiklotz. Ja, ich glaube, davon habe ich gehört, da gibt es so einen dämlichen Polizeiklotzen-Modus, wo du irgendwie, wo du so als Stein, als Steinklotz irgendwie spielen kannst. Ja, gut, das war die Demo von Resident Evil 2 HD Remake. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich sie gespielt habe. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, beschwert euch. Gerne. Feedback nehme ich gerne an. Du sollst da und da schießen. Ich meine, jetzt ist es nicht mehr änderbar. Für ein potenzielles zukünftiges Resident Evil 2 Let's Play, was bestimmt die nächsten Jahre nicht passieren wird. Aber irgendwann vielleicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, drückt mich nach oben. Glocke abonnieren, den Kanal aktivieren und habt noch einen angenehmen Tag und sehen uns zum nächsten letzten Test. Oder gleich heute noch, wahrscheinlich zum nächsten Video auf diesem Kanal wieder. Bis dahin, man sieht sich, haut rein. Ciao, ciao.